Servus miteinander. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist meine Pechsträhne, denke ich mal, vorbei. Denn ich habe es geschafft, den Z-Wobble wegzubringen. Warum Pechsträhne? Ganz einfach. Ich bin auf der Suche nach dem Z-Wobble. Bin ich an so vielen Sachen hängen geblieben, aber die seht ihr jetzt dann gleich im Video. Viel Spaß! Wir beginnen mal mit dem ersten Fehler. Und zwar musste man für diesen Fehler einmal den Lüfter abschrauben. Ja, das machen wir ganz einfach mit dem Werkzeug, das dabei ist. Und ihr seht, das geht ja relativ schön. Und nachdem der Lüfter dann weg ist, muss auch noch der Titanic-Struder entfernt werden. Ihr müsst nur aufpassen, die Schrauben sind unterschiedlich groß. Also am besten gleich vorher merken, dann müsst ihr nicht wie ich im Nachhinein wieder suchen. Und nach so 2 Minuten Gefummel geht auch der Titanic-Struder dann auseinander. Nur aufpassen, natürlich vorher vielleicht das Filament entfernen, dann wäre es auch wieder ein bisschen einfacher gewesen. Ja, jetzt haben wir den Hebelarm da draußen und was macht man mit dem Hebelarm? Ganz klar, wir werfen den weg. Bande. Gott sei Dank habe ich in meiner Krabbelkiste noch ein paar so Hebelarme rumliegen. Vielen Dank nochmal. Und dann bauen wir den auch da schon wieder ein. Aufpassen, dass die Schraube auch tatsächlich da drin bleibt, denn sonst könnt ihr nachher den Extruder nicht mehr anschauen. Nicht, dass mir sowas passiert wäre. Nein. Schwupp, ist auch der Deckel schon drauf. Und den Teil mit den falschen Schrauben, den schneiden wir jetzt mal gekonnt raus, weil wir machen ja nichts falsch, wir sind ja Profis. Tja, wird aber nicht fest. Doch nicht geschnitten, doch, wir schneiden sie jetzt. Wir nehmen, nein, die nächste Schraube, nein. Ja, nachdem wir jetzt das andere Zeug alles gemacht haben, können wir innerhalb von 2 Sekunden den Lüfter wieder dran schrauben. So, dann heizen wir natürlich den Dödel ein bisschen vor. Dann drehen wir das Rädchen ein bisschen und dann kommt da Filament raus. Und wenn da wieder Filament rauskommt, dann können wir weiter Face Shields drucken. Toll. Und siehe da, es funktioniert tatsächlich wieder. Aber nicht für lange. Ja, wie vielleicht einige schon entdeckt haben, habe ich jetzt nicht die Firma drauf, die ich am Anfang drauf hatte. Ich habe nämlich jetzt die Nexus 3D 1x119 drauf. Aus dem einfachen Grund, ja, ich hatte viele, viele Probleme auf einmal. Und ich habe es dann auf die Firmware geschoben. Das stimmt vielleicht nicht, aber naja, ihr seht es jetzt. So, also, ihr habt es jetzt wahrscheinlich gesehen, die paar Ausschnitte, die ich jetzt da gezeigt habe. Was sollte das werden? Ja, im Prinzip ein Griff für so ein Laserschwert. Das hat sich mein Sohn mal wieder gewünscht. Das habe ich ein bisschen anpassen dürfen. War ein normales und da kommt natürlich jetzt wieder das Ausklappbare dran. Aber es wollte nicht funktionieren, denn ich hatte mit einem Mal fiese Layer Shifts. Also einmal der Layer Shift. Ich muss mal schauen, ob man das irgendwie besser sehen kann. Hier kann man es ganz schön sehen. Es hat erstmal so mit so angefangen. Dann habe ich ja, zwischendrin dann noch sowas rausbekommen. Also wieder Layer Shift. Ihr seht es hier an dem Teil. Dazu kam dann noch so etwas hier an der Seite, wo ich mir dann auch nicht unbedingt erklären konnte, was soll das. Und zu guter Letzt natürlich hier wieder Layer Shift. Und das Beste an der Geschichte war, ich muss ihn richtig halten, denn das war ein 45 Grad Layer Shift. Also der war nicht irgendwie so, nur X-Achse, sondern er war X und Y zur exakt gleichen Zeit. Und ich konnte es mir nicht erklären, deswegen habe ich dann die Marlin 119 von Nexus 3D installiert. Ich verlinke sie euch natürlich unten. So, seltsames Problem für schon wieder. Ich bin hier auf 195 Grad. Ja, aber der Hammel hier läuft nicht. Was soll das?
zum Lüfterproblem. Ihr seht es ja jetzt da auf dem Bild, da ist das MKS-Board drauf und man sieht auch da, wo D3 steht, also da ist der Transistor oder der MOSFET für diesen Lüfter. Und ich habe so die dumme Vermutung gehabt, dass da irgendwas nicht passt mit dem und habe dann mal gemessen und festgestellt, ja, passt nicht. Ganz anderer Widerstand wie die anderen. Und ja, dann habe ich das Ding mal ja, so ein bisschen untersucht. Ihr seht, das sind jetzt Fotos, die ich gemacht habe, damit ich lesen kann, was da drauf steht, denn meine Augen sind ja bekanntlich nicht mehr so gut. Ja, und da konnte man es dann schön lesen und dann habe ich mal einen Vergleich gemacht mit den Geschichten, die ich hier rumliegen hatte. Und da hat sich dann ja, das hier eigentlich ganz gut angeboten. Ich habe mal im Discord auch nachgefragt, die haben mir dann bestätigt, der hat dieselben Spannungen, der hat dieselben Ströme ungefähr, die er aushält und er hat dieselbe Schaltung. Von dem her konnte man hernehmen. Ja, was ich jetzt damit gemacht habe, seht ihr jetzt. So, damit ihr jetzt auch mal seht, um was ich jetzt gerade kämpfe. Also ich habe hier mal einen MOSFET ausgetauscht oder Transistor, wie auch immer. Denn der Cold-End-Lüfter, so nennen wir ihn jetzt mal, läuft nicht mehr. Jetzt habe ich den mal ausgetauscht, weil ich festgestellt habe, die haben alle einen komplett anderen Widerstand wie der eine hier. Aber, ja, war leider nichts, denn jetzt hat er genau denselben wie der alte, den ich ausgebaut habe. Und der alte, den ich ausgebaut habe, hat im ausgebauten Zustand denselben Widerstand wie die hier. Das heißt, hier sind 13 Ohm, da sind irgendwas von 97 Kilo Ohm. Also passt irgendwas mit der Vorschaltung nicht. Jetzt habe ich eines vor, und zwar habe ich mir jetzt aus meiner Gruschkiste so ein Relais geholt. Ja, das heißt, nachdem ich leider nichts mehr übrig habe hier an Pins, 24 Volt Pins, die mir irgendwie den beschalten könnten, ja, suche ich mir jetzt einfach einen 5 Volt Pin irgendwo hier raus. Da klatsche ich dann das schöne Relais dran und die 24 Volt kriege ich von dem Gehäuselüfter hier oben. Ja, und dann kann es losgehen, dann dürfte wieder laufen. Dann habe ich zumindest mal das Problem, was ich eigentlich gar nicht gesucht habe, erledigt. Ja, und das Endergebnis seht ihr jetzt. Also hier vorne ist das Relais verpackt. Da habe ich mal so ein bisschen Gehäuse rausgerotzt. In 11 Minuten hat es gedauert mit dem Annie mit der 06er Nozzle. Dann habe ich 04er Leerhöhe gemacht und dann musste das raus. Ja, das habe ich dann einfach hier reingeklebt. Ich habe den Pin, ich glaube D49 genommen. Den habe ich in der Marlin eben angepasst. Also den Autofan, glaube ich, habe ich gesucht und habe dann den ausgetauscht. Das war normalerweise D4. Und jetzt ist es D49 und ja, das Ergebnis kann sich, glaube ich, ganz gut sehen lassen, denn der Lüfter läuft wieder, es klackt einmal bei 50 Grad, das ist so die Einstellung, die vorher drin ist, und bei 50 Grad geht er dann ein, da klackt dann das Relais, schaltet hier eben einmal durch und dann läuft der Lüfter. Und wenn die 50 Grad unterschritten werden, dann klackt es wieder und der Lüfter läuft nicht mehr. Also ein Träumchen. Ja, nachdem ich jetzt die ganzen Fehler ausgemerzt hatte, konnte ich mich endlich dem Ganzen widmen, warum ich eigentlich angefangen habe, da zu suchen, und zwar dem Z-Wobble. Und da habe ich ganz viele Tipps bekommen. Vielen Dank zum einen mal an den Discord natürlich, vom Mercurin, zum Arma und alle möglichen haben mir da geholfen, Tapetenhobel. Die haben mir viele, viele Tipps gegeben, auch viele, viele Sachen, die ich mal nachschauen kann. Und das Einfachste, was ich dann bekommen habe, den Tipp, war, mach doch mal bitteschön die Z-Stangen sauber, also die Trapezgewindestangen sauber, denn da ist immer so ein Grind dabei. Das stimmt tatsächlich. Also da war ziemlich viel Graffel drin. Tja, ich habe mir auch so ein Bürsten-Set gekauft, das kann ich euch mal verlinken. Da sind einige Bürsten dabei, Messingbürsten, weiß gar nicht, was das ist, Stahlbürsten, glaube ich sogar, und hier mit Plastik auch noch. Also wie so ein bisschen bessere Zahnbürste. Jetzt nehmen wir mal Zähnebürsten. Und danach nehmen wir das schön mit Isoprop machen. Und dann schauen wir mal. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt mit modernsten Videomessmethoden herausgefunden, dass es wohl nicht daran liegt, dass die Stangen dreckig sind, sondern dass erstmal einfach die Stangen eiern. Ja, die Suche ist noch ein bisschen weitergegangen. Was heißt ein bisschen? Es hat mich jetzt ja, bestimmt 4 Tage oder sowas gekostet.
bis ich da drauf gekommen bin. Was habe ich alles gemacht? Ich habe erstmal natürlich den Riemen entfernt oben. Dann hat man aber das Problem, wenn man keinen zweiten Z-Endstopp hat, ja, dass das immer ein wenig schief wird, die ganze Geschichte. Das ist natürlich dann wieder schlecht, weil ja der dann so rauf fährt im Endeffekt. Dann hat es den Wobbel eben nicht weggemacht. Dann habe ich versucht, die anderen Kupplungen einzubauen. Das heißt, also ich habe es nicht versucht, ich habe es gemacht, hat auch nichts gebracht. Dann habe ich mal oben anders gespannt. Dann habe ich, was habe ich denn noch alles gemacht? Ich habe so viel Zeug eigentlich rumprobiert, zu schrauben, mal den Motor ein bisschen darüber zu drehen, mal das, mal das, mal das. Aber im Endeffekt bin ich dann irgendwann auf die Lösung gekommen. Das war relativ zufällig. Ich habe mal alles auf Null eingestellt und habe dann einfach mal fahren lassen. Ich habe gesagt, jetzt probiere ich es einfach nochmal. Und dann hatte ich auf einmal ein gutes Ergebnis. Dann ging es aber noch weiter. Ich habe am nächsten Tag dann eines gemacht, nachdem ich dieses Ergebnis auch ganz stolz im Discord gepostet habe, habe ich mir gedacht, so jetzt probierst du es auch. Ich möchte nicht nur das Ergebnis haben, sondern ich möchte auch wissen, an was es gelegen hat. Und dann habe ich eines gemacht, ich habe nur oben die zwei Rahmenschrauben wieder befestigt, hat im Endeffekt eines verursacht, die Riemenspannung ist ein bisschen zurückgegangen. Und ja, nachdem ich hier die Stangen wieder ein wenig zurück hatte, hat es mir alles wieder ein klein wenig verspannt und dann hatte ich genau wieder den Z-Wobbel, den ich vorher hatte. Und jetzt ging die Suche im Prinzip von vorne los. Jetzt habe ich alles nochmal zurück auf Stand gebracht, wie es mal war im Endeffekt und habe dann Stück für Stück versucht rauszufinden, wo jetzt eigentlich der Fehler liegt. Und ich habe es tatsächlich gefunden. Man möge es nicht glauben, ich weiß jetzt, woran es liegt. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso brauchst du denn 4 Tage für die Fehlersuche? Das ist doch ganz einfach. Ja, die Fehlersuche ist jetzt nicht so das Ding, aber wenn ihr mal schaut, mein Z-Wobbel fängt hier oben an. Das heißt bei, ja, was sind das ungefähr? 30 cm? Ich kann es nochmal nachmessen. Sind wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber 20 cm. Ja, wir sind hier bei knappen 30 cm. Und er fängt halt erst bei 30 cm das Wobbeln an. Deswegen muss ich immer mindestens eine Stunde warten, bis was funktioniert. Das heißt, bis ich ein Ergebnis sehe. Das heißt, hier bange ich immer noch, alles ist noch super. Ja, 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 es funktioniert. Und dann kommt wieder bei 30 cm. Dödöp. Und dann kannst du wieder anfangen zu suchen. So, zuallererst mal seht ihr jetzt hier oben die provisorischen Riemenspanner. Also es sind 2 an der Zahl, da kommt aber noch was Besseres hin. Ich habe schon gesehen, der Armer, der hat mit mir so ein bisschen den Leidensweg durchzogen. Der hat auch ja, ein bisschen was konstruiert schon, das kann ich euch auch dann gerne verlinken. Dann habe ich noch Folgendes gemacht, ich habe jetzt mal die flexiblen Koppler. Also alles, was flexibel war, habe ich erstmal rausgeschmissen. Aber ich muss dazu sagen, diese Schrauben sind noch nicht fest. Also ich weiß noch nicht das Ergebnis, was passiert, wenn man sie festzieht. Aber es funktioniert erstmal ganz gut. Dann habe ich oben die Schrauben von den Lagern rausgemacht. Weil das war mir zu nervig, dass ich die andauernd draußen reintue. Dann habe ich unten die Koppler mal gegen 2 vom Anycubic getauscht. Ihr seht jetzt hier, der arme Kerl, der hat gerade hier so Luftverbinder. Da passiert gerade nicht viel bei dem. Also, ihr seht immer noch mein provisorisches Kabel. Das habe ich jetzt extra mal dort gelassen, um das alles ausschließen zu können. Dann habe ich noch eines gemacht. Hier oben ein Filamenthalter, dass er auch nicht hier drauf ist. Aber das hat alles nichts mit dem zu tun, dass das wobbelt. Also das Wobbeln hat nichts mit dem Zeug zu tun. Jetzt ganz kurz zur Erklärung. Was verursacht dieses Wobbeln? Es ist relativ einfach. Artillery hat hier einen sehr, sehr schlecht ausgesuchten Riemen genommen, denn der Riemen ist eigentlich viel zu lang. Das heißt, die Riemenspannung kann man ja auch nur erstellen, oder also man kann den Riemen spannen, indem man das Zeug hier nach außen dreht, den hier und den hier. Dann werden die hier gespannt. Was aber zur Folge hat, dass ja die ganze Stange hier, wenn ich den hier nach außen drehe, dass die ganze Stange hier natürlich mit rüber geht. Das heißt, die wird übertriebenermaßen so gestellt. Und jetzt haben wir hier ein Teil, der zwar flexibel ist, aber ich habe ja auch nur ein gewisses Spiel hier drin. Ihr seht das, also ich komme nicht besonders weit. Und dann habe ich unten noch einen Motor. Das heißt, also wenn ich hier, ich fahre es mal in die Mitte. So, jetzt habe ich es euch nochmal ganz kurz skizziert. Also, das wäre jetzt im Prinzip die Z-Achse hier.
ohne das Ganze jetzt gespannt zu haben. Das wäre jetzt alles entspannt, das ganze Teil ist gerade nach unten, haben wir überhaupt kein Problem. Wenn wir jetzt aber den Riemen hier spannen müssen, das denkt ihr euch jetzt weg, dann müssen wir ja hier oben rüberschieben. Das bedeutet, wenn der Teil hier fest ist, drückt es mir übertrieben. Natürlich ist dieses Ding jetzt übertrieben gezeichnet, aber ihr seht, was ich meine. Ich drücke das hier rüber und hier kann es nicht mehr weiter. Heißt, die Stange biegt sich rum und hier unten müsste man ja unseren Motor auch einstellen. Das heißt, wenn wir den verschieben, verschieben wir natürlich auch wieder den Punkt hier, aber der Punkt in der Mitte, der fixiert ist, bleibt immer gleich und aus dem Grund verspannt sich dieses ganze Teil. So einfach ist es. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn ich jetzt den hier nach außen drehe, ja, und der hier ist auch an einer bestimmten Stellung, dann ja, ergibt ihr das im Prinzip einen, wie tue ich es denn jetzt am blödsten machen, so. Also ich ziehe den hier rüber und der Motor geht dann in die andere Richtung. Das heißt, ich habe im Prinzip ja, so eine Form. Also so. Weil immer wo der hinfährt, ja, der drückt ihn ja trotzdem weiter rüber. Ich kann mit dem Motor allerhöchstens so weit hier rüber. Also das ist das Maximalste. Selbst wenn ich jetzt den weiter rüberbringen würde, könnte ich hier ja trotzdem durch diesen Winkel nicht weiter rüber. Aber ihn hier muss ich spannen und den muss ich sehr, sehr weit spannen. Also wenn ich den gespannt habe, dass er gepasst hat, hat es immer dieses Wobbeln gegeben. Und wenn ich ihn so gespannt habe, dass es gerade so gereicht hat, dann war es Wobbeln gut. Aber, und jetzt kommen wir zu der Geschichte mit der Z-Achse, die sich immer wieder verschoben hat, also der Nullpunkt, der sich verschoben hat, es hat sich nur diese Seite hier verschoben. Aus dem einfachen Grund, ja, beim Runterfahren, der hat immer ein kleines Spiel gehabt. Das heißt, also er konnte ja mal ein bisschen so rucken, ein bisschen so rucken. Und er hat immer mal wieder beim Runterfahren hier anscheinend einen Zahn verloren. Durch das, dass es nicht so festgespannt war. Wie gesagt, ich konnte es nicht so festspannen. Ja, und hat dann dadurch immer hier unten fast einen Millimeter Versatz gehabt. Einmal zu weit unten, einmal zu weit oben. Immer dann, wenn ich es umgestellt habe, war es natürlich irgendwann nach 2-3 Tagen wieder genau in der anderen Richtung. So. Das ist jetzt das ganze Problem, was wir eigentlich haben. Denn die Verspannung, die wir durch das Spannen hier in der Stange reinbringen, die übertragen sich dann auf den hier. Die Stangen sind alle nicht besonders gerade. Also wenn man die komplett lose macht, ich habe es glaube ich nicht gefilmt, ich weiß es nicht. Wenn man, doch, habe ich schon. Ich kann sie noch zeigen. Dann eiern die ein bisschen. Das macht aber nicht so viel aus. Jetzt zu dem, wie machen wir das Ganze? Also wir fahren das ganze Teil nach oben. Hier oben habe ich dann die zwei Schrauben gelockert. Hab dann den Nullpunkt eingestellt, also hier auf Zero, und bin von oben nach unten runtergefahren. So, ganz unten, wenn ich war, habe ich den Motor auch locker gemacht, habe dann wiederum so weit rumgestellt, bis ich den Nullpunkt hatte und habe es dann festgezogen. So, das war dann die eine Seite, die war fertig. Das ganze Prozedere, wenn das jetzt da durch war und wir haben oben 0 und unten 0, dann kann es in der Mitte durchaus noch passieren, dass der mal ein bisschen hin und her schwankt. Das kriegt man aber normalerweise nicht mit, wenn sie nicht verspannt sind. Das heißt, wenn er zu weit drüben ist oder zu weit da drüben ist, dann merkt man es sehr wohl. So, nächster Schritt war dann, ich habe jetzt mal den hier reingelegt und den habe ich offen gelassen, damit ich hier noch ein Stück weiter rüber kann. Denn sobald ich hier spanne, zieht es mir den trotzdem ja noch so weit rüber, obwohl hier eigentlich alles da ist. So, das heißt also auch hier locker gemacht, auch hier unten locker gemacht, dann dasselbe Prozedere wie drüben, also einmal oben hingefahren, einmal auf 0 gestellt, komplett runtergefahren und beides war immer noch locker, komplett runtergefahren, auf 0, also den festgemacht auf 0, wieder hochgefahren und dann nochmal hier oben eingestellt, dass ich 0 auf der Messuhr stehen hatte. Dann habe ich festgestellt, wenn ich jetzt den hier reinschiebe an der Seite, dann fehlen mir wieder ja, so fast 2 Zehntel, was verloren gehen. Also er zieht ihn mir dann trotzdem 2 Zehntel fast rüber. Und dann habe ich das Ganze halt nochmal aufgemacht und habe den reingeschoben und habe dann auf 0 eingestellt. Und dann bin ich wieder runtergefahren und habe festgestellt, jawohl, jetzt bin ich hier unten auch so weit, dass ich da auf 0 bin. Und wenn hier 0 ist, da ist 0, hier ist 0 und da ist 0, dann kommt ein Druck raus, den man sich auch tatsächlich anschauen kann. So, das war jetzt erstmal nur der Versuch zu erklären, an was es überhaupt liegt.
Wie ihr das Ganze jetzt richtig beseitigen könnt, habe ich jetzt nochmal Schritt für Schritt aufgenommen für euch, damit man auch wirklich nachvollziehen kann, was man macht. Das erste ist tatsächlich jetzt, wir richten jetzt unsere X-Achse aus, damit die gerade läuft auf der Z-Achse. Jetzt nehme ich meinen Messschieber oder meine Schieblehre, wie auch immer ihr das nennen wollt, und fahre einmal hier hin. Jetzt werden bestimmt mich ein paar fressen wollen und sagen, ah, was machst du, du bist ja unten am Blech. Ja, aber das ist meiner Meinung nach jetzt die einfachste Methode, irgendwo einen geraden Punkt festzukriegen. Denn mein Bett kann schief sein. Da unten habe ich immer so einen Punkt, wo ich sage, das ist einigermaßen gerade. So, jetzt messe ich hier einmal meine Höhe. Hier. Ich stelle das Ganze fest, also so genau wie möglich. Ich habe es nämlich schon gemacht. So, jetzt nehme ich den hier und stelle den drüben hin. Dafür muss ich natürlich X etwas rüberfahren, aber ich kann auch eines machen, denn wichtig ist jetzt eines noch, bevor wir das machen. Ihr müsst da oben immer schauen, dass ihr an eure Schrauben hier dran kommt, denn wir müssen da vielleicht noch was verstellen. Also wenn ich jetzt auf Home bin und ich kann die Schrauben verstellen, ist alles gut. Das heißt, also da nehme ich jetzt den hier, messe einmal nach. So. Dann stelle ich meine Schraube fest, fahre meinen X rüber, will nur schauen, ob ich zum Nein passt, alles gut. So, jetzt fahre ich den X-Schlitten rüber. Und jetzt messe ich hier einmal. Und zwar auch so, dass es gerade ist. Also ich halte es unten gerade hin und ich stelle jetzt momentan fest, ich bin ziemlich genau gleich. Wenn ihr jetzt feststellt, hier ist er etwas weiter unten oder hier ist er etwas weiter unten, ja, dann müsst ihr nochmal ran. Dann macht ihr hier oben eure Schrauben auf, deswegen ist es wichtig, also nicht die hier, sondern die hier, und schraubt die einmal auf, dann dreht ihr, nein, nicht dreht ihr, sondern dann Motoren ausschalten, Settings, Stepper off, und dann aufmachen, und jetzt dreht ihr den so lange, ihr könnt den hier unten stehen lassen, ja? Ihr lasst den hier unten stehen, und jetzt dreht ihr den so lange hoch, bis er am Anschlag von dem steht, also bis der dasselbe Maß hat wie der. So, wenn das soweit ist, dann hier festschrauben. Natürlich müsst ihr das festhalten erstmal. Festschrauben, schauen, dass er nicht wieder abgesackt ist, und dann sollte diese Achse hier, also die X-Achse, gerade sein. Wenn die nicht gerade ist, bekommt er genauso Wobbel, weil sich das Ganze ein bisschen wieder verkantet. Also dann kriegt er diese so Stufen rein. Also wichtig, der Schritt ist auch wichtig. Messt's mal, dass die X-Achse hier, also dass die X-Achse auf Z in derselben Höhe ist. Wenn das nicht ist, könnt ihr es auch wieder vergessen. Also die zwei Faktoren waren sehr, sehr wichtig für das, dass ich einen einwandfreien Druck in der Höhe rausbekommen habe. So, jetzt nochmal, dass ihr es sehen könnt. Ich habe es jetzt nicht nochmal eingestellt. Also, im Anfang locker machen. Dann unten nochmal locker machen. Dann stellen wir ihn hier oben ein, dass er auf 0 ist. Also ihr könnt das Ding ja komplett auf 0 einstellen. So, einmal klack, 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 dass er locker ist. Und zwar so, dass er eben nicht verspannt ist. Ihr könnt auch hier das Lager rausmachen, dann seht ihr, ob die Stange gerade ist oder nicht. So, wenn das dann soweit ist, Lager wieder rein, Schrauben festziehen. So, wenn ihr die Schrauben festgezogen habt, geht ihr einmal ins Menü unten und drückt auf Home, Home, Z. Und dann seht ihr schon was. Also ihr seht es. Zwischendrin war es mal ein bisschen mehr und jetzt haben wir so, ja, 0,03, 0,04. Das sieht schon ganz gut aus. So, jetzt sind wir in Home-Position. Und jetzt seht ihr auch hier 0,01. Das schaffe ich aber wiederum nur, wenn der hier offen war. Dann kann ich ihn jetzt noch mal ein bisschen ausrichten und kann darauf schauen, dass ich hier in der Mitte bin. Wenn ihr hier schon viel zu weit außen seid und habt 0, könnt ihr vergessen, das funktioniert nicht. Dann überträgt sich das komplette Teil von der Gewindestange auf euren Winkel. So, wenn ihr jetzt hier unten wiederum auf 0 eingestellt habt, ja, dann fahrt ihr nochmal hoch. Und zwar mit dem Menü Move Z. So, und dann habt ihr unten eingestellt und jetzt könnt ihr nochmal nachjustieren. Das heißt, also wenn ihr jetzt unten verstellt habt und oben hat sich es ein bisschen anders eingestellt wieder, dann könnt ihr oben nochmal ein bisschen nachlegen. So. Aber ihr seht schon, also meine Ausschläge vorhin waren viel, viel größer, bevor ich es eingestellt habe, weil es halt verspannt war. So, passt schon. Also 001, ihr seht es hier. So, wie gesagt, selbes Prozedere, nochmal hier, das Ding wird eingespannt,
der Riemen bleibt drin. Dann machen wir dasselbe Prozedere hier drüben. Das Teil mit der Zange da wieder dran. Jetzt oben wiederum locker machen, schön so ausrichten, dass die Stange einigermaßen gerade ist, dass sie hier ungefähr in der Mitte ist. Wie gesagt, locker lassen erstmal ein bisschen. Dann fahren wir einmal nach unten. Da schauen wir dann auch wieder mit dem Motor, dann ein bisschen nackeln, dann festziehen und beim Festziehen immer aufpassen. Also immer auf die Anzeige schauen. Da verdreht man natürlich immer ein bisschen. Also da auch wieder drauf schauen, dass er ungefähr auf 0 kommt. Also wirklich 0,01 ist okay, aber so recht viel mehr würde ich gar nicht machen. Ja, und dann fahren wir wieder hoch und dann stellen wir es hier nochmal nach. Also hier auch wieder ein bisschen lockern. Dann wieder schauen und dann kann ich den hier gleich reindrücken und kann dann feststellen, okay, jetzt bin ich auf 0 oder eben nicht. Drauf aufpassen, dass der hier in der Mitte auch ungefähr in der Mitte ist. Ihr seht es hier auch. Also ich habe es noch nicht festgeschraubt, ich werde es aber demnächst machen, um dann nochmal zu gucken. Aber wie gesagt, so funktioniert es. Das war jetzt nochmal die Wiederholung. Denn ich glaube, vorhin war es vielleicht ein bisschen zu schnell, aber wenn ihr diese Sachen macht, dann, ihr habt es ja gesehen, dann ist die Röhre top. So, jetzt nochmal als Vergleich. Das ist eine Vordereinstellerei. Ihr seht hier diese riesen Versätze. Ja, ihr seht das. Und dann mal nach dem Einstellen. Man sieht immer noch ein kleines bisschen was, aber ich glaube, das bringe ich nicht raus, ohne dass ich mir eine neue Gewindestange hole. Aber das möchte ich erstmal verhindern. Das ist eh, diese kleinen Röhren zeigen es natürlich extrem an. Ich habe ja hier vorher schon mal sowas ausgedrückt. Ihr seht es ja hier. Hier sieht man es auch. Natürlich weitaus weniger extrem, aber man kann es doch durchaus sehen. Und das ist das, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Schauen wir hier nochmal nach. Ja, hier sieht man es auch noch. Ihr seht den Versatz drin. Auch oben ist noch der Versatz. Also umso größer die Dinger werden, umso weniger sieht man es natürlich. Aber es ist tatsächlich so, umso genauer das Ding hier jetzt eingestellt ist, umso schöner wird er dann im Nachhinein auch drucken. So, wie ihr gesehen habt, diese Methode ist jetzt nur für diejenigen, die sagen, ich lasse alles so, wie es ist und ich baue mir nur einen Spanner dazu, der Rest bleibt so. Kann man auch so nehmen, denn das ist der kleinste Aufwand. Entspannen, alles Flexible erstmal drin lassen, dann die Stangen anschauen, dass die gerade laufen. Wir brauchen vielleicht noch eine Messuhr. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ich verlinke sie euch auch mal unten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr natürlich über den Link kaufen. Dann geht es jetzt weiter zum nächsten. Also ich werde es noch ein Stück weit weitermachen. Das heißt, jetzt funktioniert er ja erstmal. Ich kenne den Grund. Aber ich werde mir jetzt einen Dual Endstop reinbauen. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Filamentsensoren auseinandergebastelt, denn die Ersatzteilsituation bei Artillery ist nicht unbedingt die beste. Ich habe bei AliExpress habe ich mal nachgeschaut, da gibt es irgendwie keine Endstops mehr. Ich habe bei Banggood nachgeschaut, gibt es nichts mehr. Und bei Gearbest habe ich auch nachgeschaut, da gibt es auch nichts mehr. Also irgendwie gibt es keine wirklichen Ersatzteile, deswegen kommt halt jetzt einfach mal mechanischer dran und ein zweiter auf die andere Seite auch noch. Und dann habe ich Dual Endstop. Aus dem einfachen Grund, damit ich den Riemen mal entfernen kann, um zu schauen, ob es danach auch so funktioniert. Ich meine, da kann ich ja besser die Stangen entspannen, ohne den Riemen rum. Der bringt mir alles wieder durcheinander. Genau. Aber wie gesagt, die erste Version, die wir jetzt gemacht haben hier, ist für alle, die sagen, ich lasse alles, wie es ist, baue nur einen Spanner ein, aus. Alle, die jetzt weitermachen wollen, die sagen, ich mag das mit dem Riemen sowieso nicht und ich fummel mal ganz gerne an der Marlin umeinander, für die mache ich jetzt ein neues Video noch, und zwar mit Dual Endstop und wie man die einstellt und wie man die ins Marlin reinbringt. Nächste Geschichte, was auch noch im nächsten Video kommen wird, ist die Treiberkühlung, denn die ist auch nicht unbedingt optimal. Ja, der Lüfter hier, habe ich das letzte Mal schon erwähnt, der ist etwas weit oben, der ist hier und zieht dann da die Luft raus, also da kommt nicht mehr viel Luft hin, deswegen kann es durchaus mal passieren, dass so ein Treiber von Z, X oder Y auch mal überhitzt und dann auch mal ein Layer-Shift verursacht. Ja, aber das kommt dann, wie gesagt, alles im nächsten Video. So, wenn es euch was gebracht hat und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da. Wenn euch mehr gefallen hat und ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann lasst mir ein Abo da, macht die Klingel beim Glocke an und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Viert's euch! Jetzt habe ich nur noch eine Geschichte und zwar, wir machen das nochmal. Hm. Flutscht mir da wieder. Hallo.
Ist ja echt nett, dieses Ding, aber irgendwie nervt es auch ein bisschen. Warum das hin? So. So. So geht's. So. Aus. Jetzt habe ich mich schon wieder verlabert. Gut, sie fix. Ich mache jetzt Folgendes noch. Ich habe mir jetzt so einen Z, nicht ein Z, ich habe mir jetzt einen Luzi, guck mal. Wo war ich denn jetzt? Denn die Verschiebung der X-Achse oder Z-Achse, ja, was denn jetzt? Ich weiß es auch nicht. Also hier auf alle Fälle das, was rauf und runter fährt, die X-Achse ist das doch. Und zieht dann da die Luft raus, also da kommt nicht mehr viel Luft hin, deswegen kann es durchaus mal passieren, dass so ein Z-Endstop oder so ein X-Endstop mal, ja, ein bisschen zu warm, Endstop, meine Fresse, du Vollidiot. Wir richten mal unsere X-Achse auf,